meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. So, ich habe mir überlegt, ich mache heute mal wieder an meinem Gästehäuschen weiter und dazu brauche ich die weiße Farbe. Denn es gilt ja noch ein bisschen Fenster zu streichen auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht so genau, in welche Farbe ich die Veranda mache. Vielleicht mache ich die auch in diesem Braun. Wäre eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Oder sollte ich das in dieser Farbe machen? Das könnt ihr mir ja auch gerne in die Kommentare mal schreiben. Jetzt wollte ich mal gucken, wo ich was... Hier. So, man hat mir auch geraten, die Fenster zu streichen, wenn die zu sind. Dann geht das wohl besser mit den Rahmen. Genau. Stellen wir lieber hin. Mach mal die Fenster zu, Fanny. Da habe ich schon. Da habe ich auch schon, aber hier noch nicht. Okidoki. So, und ach. Hier auch noch nicht. Und da auch noch nicht. So. Ich vermute mal, die weiße Farbe wird nicht reichen. Wartet mal. Ich mach mal lieber zu. Wow, was war das denn jetzt? Bist du schon weiß? Nee, jetzt bist du weiß. Ja, die Wand, wissen wir alle, habe ich verkackt. So. Perfekt. Und das. Ah, die Tür sollte auch, glaube ich, weiß werden. Moment. So. Jetzt ist die... Jetzt ist die Frage, wird der dicke Rahmen auch weiß? Moment, Moment. Oh, meine weiße Farbe schon wieder alle. So, jetzt machen wir aber die Fenster auf. Oh. Da habe ich noch was übersehen. Genauso wie hier. Na gut. Sei es drum. Nee, die lasse ich noch zu. Die sind ja noch gar nicht fertig. Okay, dann sollte ich vielleicht noch mal weiße Farbe kaufen gehen. Ich habe keine mehr da, ne? Ich hatte tatsächlich nur einen Topf gekauft. Sehr unüberlegt. Sehr unüberlegt. Gut. Aber... Achso, der Anhänger hängt gar nicht mehr dran. Oh, das ist wieder so typisch, ey. Wo ist denn der jetzt? Dahin. Falsche Richtung. Egal, häng an. Häng an. Nein. Stopp. Ich trau mich nicht. Nein. Oh, wieder die falsche Richtung. Stopp. Oh. So, jetzt habe ich's, ne? Jetzt habe ich's. Okay. Wow, wow, langsam. Oh Gott. So, jetzt aber. Nein, ich wollte nicht aussteigen. Ich bin aber manchmal auch ein Depp, ne?
Okay. Dann fahren wir noch mal schnell zum Baumarkt. Am herrlichen Tage. Was war das denn jetzt bitte? Da waren garantiert unsichtbare Steine im Boden. Oh, was ist denn bloß mit dem Spiel los? Warum hakt es denn oft? Ach, weil Gewitter wieder aufzieht? Ja, weil ein Gewitter aufzieht. Deshalb leckt das Spiel. Nein, Spaß. Vielleicht macht mein Computer gerade was im Hintergrund oder so. Das kann natürlich sein. Abstreiten will ich es nicht. Ah, das ist ja übel. Das gefällt mir gar nicht, dass es jetzt ruckelt. Oh Mann. Und somit ist die Qualität meines Videos wieder dahin. Gut. Weiße Farbe. Kaufen. Ich kaufe zwei. Ey, ehrlich jetzt? Ich habe doch weiß gedrückt. Ach ja, ich sollte das auch laden, ne? Ich lasse die schwarze Farbe jetzt da liegen. Ist mir egal. Eigentlich wollte ich die Farbe loswerden und ich noch mehr besitzen. Mist. So, jetzt hat sich anscheinend das Spiel eingekriegt oder mein Computer, eins von beiden oder beides sogar. Nee, also irgendwie ruckelt es aber dann hier so. An meiner Ranch. Meine Ranch ist verbuggt, Leute. Was ist denn jetzt los? Ich habe kein Benzin mehr. Ehrlich? Ich dachte schon, das Spiel ist kaputt. Oh nein. Oh nein. Okay, alles klar. Dann werde ich mal ganz schnell einen Kanister holen. Oh, das ist mir ja noch nie passiert, glaube ich, ne? Bei Range Sim. Dass mir das Benzin ausgegangen ist. Oh, oh, oh. Na gut. Ich habe es ja nicht weit zum Auto. Ach, wie ärgerlich. Sagt mir, meine Lieben, ist es euch auch schon mal passiert? Bitte sagt ja. Damit ich mich nicht zu Grund und Boden schämen muss. Wo ist denn. Wo zur Hölle habe ich denn meine Säge gelassen? Die zweite? An den Bäumen noch, ne? Kennt ihr noch die Werbung von einer ganz bestimmten Aral? Von einer Tankstelle. Ich wollte eigentlich den Namen jetzt gar nicht sagen. Mit dem Song I'm Walking. Als er stehen geblieben ist. Irgendwie ruckelt das Spiel. Als er mit dem Auto stehen geblieben ist und dann loslief mit so einem Benzinkanister. Richtung Tankstelle halt.
Und er war halt auch auf einer ganz verlassenen Straße, ne? Ich weiß gar nicht, die Werbung ist, glaube ich, aus den 80ern oder so. Ich wollte gerade sagen, das Auto macht ja regelrecht meinen Kanister leer. Apropos Kanister, ich muss anscheinend meine Kanister mal wieder alle auffüllen. So, Kanister erstmal hier wieder rein. Meine Säge muss ich noch holen. Ich habe meine Säge noch irgendwo da hinten stehen lassen. Gut. Richtig raufhalten, dann klappt das. Gut. Du bist aber gestrichen. Konzentration. So, Lüftung ist immer ganz wichtig. So mache ich das jetzt auch in Weiß. Ich denke, ne? Ah, ich werde, glaube ich. Oh, eigentlich sieht das im Weiß cool aus, aber ich glaube, wenn ich das mache, dann ist alle. Nee, Quatsch! Das kann ich doch separat machen. Ja, natürlich. Das mache ich dann auch in Weiß. Doch, das gefällt mir, glaube ich. Das gefällt mir. So. Oh, und schon ist er einmal wieder alle. Wie gut, dass ich zwei gekauft habe. Wie gut, wie gut, wie gut. Durch die Halm-Dingsen sieht man das eigentlich Haus schon fast gar nicht mehr, ne? Aber gut, so ist es halt. Erstmal, solange es noch keine Zäune gibt. So. Lass es bitte reichen. Ach Gott sei Dank. So, oben habe ich ja auch noch ein Fenster, was weiß gestrichen werden sollte. Pass auf, und jetzt reicht die Farbe wieder nicht. Gut. Gucke ich mir das mal an. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Wand weiß gestrichen. Oh nein, da ist ja auch noch ein Fenster. Okay, also ich brauche auf jeden Fall noch mal, ja. Naja, einmal Farbe müsste reichen, ne? Einmal weiß. Warum um Himmels Willen habe ich hier noch nicht rot gestrichen? Nee, du bist das Braun, ne? Ich hoffe, das ist jetzt auch das Rot. Ah, ich glaube. Genau, also sollte ich das jetzt hier braun machen oder sollte ich das rot machen? Das ist eine sehr gute Frage, würde ich sagen.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ihr könnt mir das ja gerne in die Kommentare mal schreiben. Ihr habt ja nämlich auch alle Geschmack. Ach, da habe ich auch noch nicht weiß gestrichen. Manometer, Fanny, was ist los mit dir? So, diese rote Farbe nehme ich mal weg, bevor ich total durcheinander komme. Na, Rudolf? Ah, hab ich viel Farbe. Die Lampen, die könnte ich doch auch noch anstreichen. Theoretisch müsste ich doch dieses Blau nehmen, aber das habe ich nicht mehr. Gut. Dann eben nicht. Ich habe keine Lust, noch Malfarbe zu kaufen zu gehen heute. Nicht in dieser Folge. Innenanstrich ist auch so ein Thema. Ich habe keine Ahnung. Welche Farbe soll das Bett haben? Eigentlich müsste ich das auch weiß machen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Wo habe ich das Braun? So, das machen wir gleich nochmal. Ach ja. So. Ja. Ich weiß nicht, sollte ich die Treppe vielleicht in... Oh, das sieht auch cool aus. Okay, lasse ich so. Gerade beschlossen. Das ist so ein Rotbraun, ne? Sieht aus wie Mahagoni. Finde ich aber eigentlich gar nicht verkehrt. Okay, aber wie meine Veranda werden soll, weiß ich auch noch nicht. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, alle eure Vorschläge in eure. Sag mal, was rede ich denn? Ja, ich glaube, wir haben es auch schon. Ah ja, über nach 3 Uhr morgens. Ihr könnt mir eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Das wäre toll. Und genau. Also einmal, was die Veranda betrifft, die Farbe, ne? Die Verandafarbe. Treppe mache ich wahrscheinlich auch weiß. Und hier vorne, ne? Dachbereich, das wäre cool. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, in welche Farbe ich den Innenbereich machen könnte. Vielleicht in so einem schönen... Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie räumlich trennen kann. Wird wahrscheinlich schwierig. Vielleicht in einem schönen Pastellgelb oder so. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder in ein Pastellrosa. Nein, Quatsch. Na du? So, und dann hatte ich mir überlegt, mal davon abgesehen, dass hier irgendwann mal ein richtiger Zaun hin soll, dass hier hinten meine Schlacht... meine Schlachtstelle sein sollen. Hier so, in diesem Bereich. Würde ich denn auch irgendwie einzäunen, so ein bisschen? Wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht. Und wann ich es mache, auch nicht. Vielleicht mache ich das auch erst ab dem nächsten Update dann. Und ob ich halt auch einen fertigen Stein nehme oder ob ich mir selber was zusammenbaue, ich habe noch keine Ahnung. Ich vermute mal, ihr wollt gerne...
dass ich mir was Eigenes baue, so wie ich euch einschätze. Aber gut, es ist auch immer so eine Zeitfrage, ne? Denn ich spiele tatsächlich das Spiel auch nur, wenn ich das auch aufnehme. Ja, also ich spiele es privat nicht. Dazu habe ich einfach keine Zeit. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, beende ich die Folge für heute. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen, wie immer. Und schön, dass ihr auch wieder dabei gewesen seid, dass ihr Teil meines Videos seid. Nein, Quatsch. Dass ihr... Ach, egal. Ich sollte ins Bett gehen. Ich sollte wirklich ins Bett gehen. Meine Lieben, ich wünsche euch... Ich weiß gar nicht. Es ist das Wochenende von Pfingsten. Ja, ich glaube, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Pfingsten. Genießt die schöne Zeit mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Whatever. Ich für meinen Teil bin ja wieder arbeiten. Und, ja, denn jemand muss ja Geld verdienen. Auch wieder Spaß. Nein, ich sollte jetzt wirklich aufhören. Also, meine Lieben, fühlt euch alle umarmt von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.